Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us Part 2. Heute geht es weiter hier in dem Aquarium, beziehungsweise hier in diesem SeaWorld, in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, Owen, du wolltest uns was zeigen. Komm, mach mal, du gehst voraus. Hä, warum steht die Zielscheibe noch da? Oh nee, sag nicht. Es gibt mehr als 10 Zielscheiben. Das heißt, ich hätte nicht eine finden müssen, sondern habe auch noch die Auswahl aus 2 gehabt. Okay, ich bin offiziell blind. Muss ich gleich für einen Blindenausweis beantragen. Ah, scheiße. Okay, das muss jetzt geil sein, um mich aufzuheitern. Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Banausen. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und... Wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar.
Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Komm. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihm. Lev. Auf der Hut. Was ist das? Was zur Hölle war das? Alter, was zur Hölle war denn das gerade? Leck mich am Arsch. Das war erstens die Sequenz hier, die in dem Trailer war, also hier in diesem ersten Teaser von vor 3 Jahren oder so. Und ich dachte, wir haben mit Ellie schon hier den Wink, also hier, wie sagt man denn vernünftig auf Deutsch, hier die kleine Hommage daran mit dieser Szene vor dem Parkhaus der Scars bekommen.
Aber jetzt haben wir tatsächlich die Szene nochmal wirklich gesehen. Das fand ich erstens saugeil und what the fuck ist das jetzt für eine neue, krasse Art von Infizierten? Das heißt, es gibt nicht nur Shambler als neue Infizierte, sondern jetzt hier auch die Dämonen, wie sie sie genannt hat. Und wer sind die beiden denn überhaupt? Das sind offenbar Scars, die desertiert sind? Naja, ich würde sagen, wir machen mal neu und... Let's try again. Sehr gut. Immer gut ausweichen. Sehr gut. Oh, hinter uns! Hinter uns! Sehr gut! Was? Ah, Alter, die schlagen einen hier richtig weg! Genau! Na los, wir müssen weg. Wo wollt ihr hin? Raus auf den Ball. Los, Beeilung. Los. Also ist das derselbe Wald, wo wir mit Ellie waren? Könnte sein, wenn wir jetzt zu der U-Bahn-Station gelangen. Oh, shit. Okay. Ah! Fuck! Sie sind überall! Ah! Warum haben wir keinen Ziegelstein mehr? Wo ist der hin? Aufs Maul, genau. Alles okay? Ja. Wir müssen weiter, bevor noch mehr kommen. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich hier? Oh shit. Oh nein, ich will das nicht mehr. Ja, komm irgendwo rein, wo es sicher ist. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Komm schon. Ich mag diese Viecher absolut nicht. Das sind echt die. Dies könnten echt noch schlimmere Kandidaten sein als Stalker. Vor allen Dingen hier in dieser Umgebung mit dem Licht und allem. Ja, super, mach die Fackel aus. Wobei, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht verfolgen die uns dann nicht mehr. Du! Ist das da etwa mein Rucksack? Zu früh ausgewichen. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie einen Doppelschlag macht, dass sie quasi... Holy fuck. So.
dammit! Nein! Nein! Genau das andere Ohr! Oder immer noch dasselbe, keine Ahnung. Okay. Es macht ihn noch dreimal. What the fuck, einfach nur. Ich weiß schon, warum ich schleiche, weil ich unfassbar schlecht in sowas bin. Oh nein! Alter, was hätte ich machen sollen? Alter, ich bin so schlecht in sowas. So unfassbar schlecht. In Quicktime-Events. Oh, doppel. Okay, ich glaube ja. Okay. Genau. Nein! Wie habe ich das überlebt? Jetzt macht sie nämlich, glaube ich, auch schon Trippelschläge. Nein! Wie soll ich denn das überleben? Oder bin ich da schon tot dann automatisch? So. Der erste Angriff ist, glaube ich, immer nur ein einzelner, dann Doppel und ab dann kann sie Triple-Angriffe machen. Wenn mich nicht alles täuscht. So, komm, geh down, alte Wachtel. Genau! Genau! Nein! Okay, alles in Ordnung? Ja. Okay, wir haben unsere Sachen wieder. Leck mich am Arsch, das war ein Kampf. Der war geil, aber auch nicht ohne, sage ich jetzt mal. Gut, dass sie nicht unsere Waffen gegen uns... doch unsere Waffen gegen uns eingesetzt hat. Gibt's hier noch irgendwas? Nope. Ah, doch. Wir können uns theoretisch den mitnehmen, aber ich glaube, der ist gar nicht so gut. So, na Rostas. Achso, Rosas. Ich dachte, Rostas Autoshop hört sich irgendwie so ein bisschen sketchy an. Na los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich passe das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Redewendung, meinst du? Ha? Echt seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht.
Das ist mir egal. Ja, die beiden sind definitiv weggelaufen und wir können uns natürlich nichts leisten mit 18. Frag mich, ob ich es dafür übersehen habe. Ja gut, das macht es gerade auch nicht fett. Die 6 da. Ah, das hier allerdings. Da will ich vielleicht doch nochmal... Es wird mehr. Vielleicht schauen wir doch nochmal nach. Ja, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate von unserer Pistole können wir nämlich erhöhen. Und das ist vielleicht, wenn wir Stealth machen müssen. Oder auch, wenn uns das Stealth ausgeht. Wie viel kosten da die Dinger? Alter Schwede. Boah. Ich glaube aber trotzdem, es lohnt sich das nicht, jetzt abzugraden. Schätze ich einfach mal. Vielleicht gibt es hier noch ein paar, um nicht zu sagen, 10 von den Dingern. So, haben wir auch alles voll. Alright. Ich bin noch gespannt, was mit den beiden da auf sich hat. Achso. So. Na komm. Gib mir noch ein paar von den Dingern. Ja, nein. Ein paar von den... Schade. Hier ist nix. Ah doch. Wieder ein Trainingsbuch. Und wahrscheinlich sogar das letzte für Abby, weil es gab ja auch bei Ellie nur 4 und das ist, glaube ich, schon unser 4. Do it yourself. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition aus alltäglichen Haushaltsgegenständen. Easy Kowalsik müsste das heißen. Und JJ Mazur. Schusswaffenverbesserung. Nee, einen gibt's noch. Brandpatronen, Jagdpistolenmunition anfertigen, schnelle Zielbewegung, mehr Jagdpistolen. Also ich glaube hier Bewegungsgeschwindigkeit mit gepackten Gegner, mehr Messer anfertigen und vor allen Dingen als nächstes werden wir Lauschmodus Reichweite uns gönnen. Auf jeden Fall. Ah, es reicht leider noch nicht, aber... Ja, nee, mit 6 kostet 40, habe ich gerade nachgeschaut. Und habe es mir sogar gemerkt. Und wir können noch ein bisschen Heilung gebrauchen. Ah, ich sag mal, das reicht jetzt von der Heilung her. Wir müssen nicht noch ein Medikit verbrauchen. Eddie, ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl zur Neueinteilung, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe 2 Suchtrupps nach dir ausgeschickt. Vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammte Scars. Matt. Matt sagt mir jetzt irgendwie nix. Eddie? Ich weiß nicht, ob das der Eddie ist, den ich gerade denke, oder ob das... Ob ich jetzt nicht irgendwie was komplett wieder verwechsle. Oh ja. Oh ja. Reicht das von den Zusätzen übrigens schon? Ums Verrecken reicht's nicht. Hier Brandpatronen für die Schrotflinte. Ich meine... Alkohol und Sprengstoff. Davon haben wir eigentlich fast immer genug. Also wenn wir hier als nächstes die Lauschmodus-Reichweite freigeschaltet haben, dann machen wir vielleicht Brandpatronen. Aber erstmal will ich im Lauschmodus noch besser sein. Hier ist sonst auch nichts mehr. Alter, wo seid ihr? Hier ist fucking dunkel.
Okay, ich muss wie. Ha? Ne, ich dachte da, hier wären noch ein paar Teile zum Verbessern. Ha? Eines reicht leider nicht. Wenn das jetzt hier noch 10 gewesen wären, dann ja, aber eins ist nicht genug. Oh. Na gut, wenn uns das Befitzelleben geschenkt wird, im wahrsten Sinne, warum soll ich es nicht annehmen? Nice. Ah, wirklich nice, aber brauchen wir nicht. Nice. Oh, Moment. Okay, dafür werde ich sogar noch mal die paar Meter zurücklaufen. Weil jetzt können... Ich wollte schon sagen, ist das jetzt zugefallen hinter uns? Nee. Weil damit können wir jetzt tatsächlich was anfangen. Ist zwar ein klein bisschen Backtracking, aber das ist jetzt noch nichts so, wo ich sage, das tue ich mir jetzt nicht an. Vor allen Dingen, weil wir jetzt können wir unsere geile Patrone... Ja, genau. Jetzt können wir hier unsere Jagdpistole mehr Stabilität geben. Waffenabweichung verringern, würde ich sagen. Genauigkeit, Stabilität ist gut. Übrigens, Abbys Kampfspuren von gerade, von ihrem Struggle nicht gehängt zu werden. Schon krass aus, sage ich jetzt einfach mal. Sehr gut. Und schon ist es wieder voll finster, bis sie die Taschenlampe anmacht. Oh, und sie kommt sogar hierher, okay. So, da sonst sollte es hier nichts geben, oder? Ich meine, ich schaue nochmal hier bei den Zwischenregalen. Aber eigentlich glaube ich, dass wir jetzt eigentlich alles genommen haben, was es hier zu finden gibt. Das schaut noch aus wie Alkohol. Nee, ist es aber nicht. Na gut. Gut, wenn es da weitergeht, schaue ich mir natürlich erstmal auf den Klo um. Ah ja, die Kanister, die sind immer gut. Wow. Nehmen wir noch den Handtrockner auseinander. Ich will übrigens nicht, dass jetzt nochmal in nächster Zeit diese Drecksdämonen kommen. Ich glaube nämlich echt, dass die schlimmer sind als die Stalker. Das habe ich vorher nicht nur so dahin gesagt. Wir sind fast an der Küste. Nur noch ein kleines Stück. Ich frage mich gerade, ob Ellies Bogen ein alter Bogen von ihr ist. Falsch. Ich dachte, es sind Dämonen. Das war ein Runner. Was sagt ihr denn, das sind die krassen, wenn das nur normale Runner sind? The fuck. Aber das vorher waren safe neue Gegner. Das waren... Das vorher waren safe neue Gegner, das waren keine Stalker. Nie im Leben. Moment, geht's jetzt hier weiter oder da weiter? Alter, vor allen Dingen ist es so fucking dunkel. Okay, hier geht's nicht mal weiter. Ich dachte, es wäre hier ein Eingang. Alter, ich sehe halt außerhalb meines Taschenlampenbereichs echt nichts. Aber ich glaube, euch geht's da ausnahmsweise mal wirklich nicht anders. Ah,
das da unten schaut so aus, als könnte man sich da durchschleichen. Ich glaube, wir kommen zurück in mein Element. Und wie sehr das mein Element ist, konnte man letzte Folge sehen. Oh, das trifft sich gut, dass man genau vor so einer Sequenz die Lauschmodusdistanz hochmachen kann. Falls es natürlich wirklich so ein Runterschleichen ist. Also den müssen wir durch das Fenster. Bewegung! Alter! Und du. Okay. Da. Wo ist der jetzt auf einmal hergekommen? Keiner von den dreien da hat sich bewegt! Was? Keiner von den drei Wichsern, die da unten sind gerade, hat sich auch nur ein Millimeter bewegt, als ich die nach denen geschaut habe, wie die sich bewegen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja easy, die bewegen sich alle nicht. Alter Schwede, was für eine Verarsche. Schau mal her. Schaut doch so aus, als ob sich keiner von denen bewegen würde. Wo kommt der eine auf einmal dann her? Ich hoffe, der andere bewegt sich dort hinten nicht auch, weil das finde ich dann mega unfair. Der fängt auf einmal an, sich zu bewegen. Ja, what the fuck? Okay, also ich glaube, den kann man echt nur machen mit der Pistole. Wir machen den jetzt einfach so. Alles andere war mir da ein bisschen zu unsicher. So seitlich zu dem Hinschleichen kann ganz schnell in die Hose gehen. Wir haben jetzt nicht so wenig Materialien, um Schalldämpfer zu erzeugen, dass man unfassbar damit haushalten müsste. Versucht. Hä, wo ist er da hinten auf? Ich glaube, wir müssen hier lang. Hat einer von euch den gekillt? Du musst ja nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Wo ist der eine hin? Den einen müssen die beiden ausgeschalten haben. Wie sollte es sonst funktionieren? Okay, hier geht's raus. Okay, nehme ich.
Na gut. Dann raus hier. Ich bringe euch durch. Ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Also ich persönlich würde nur einen rüberschicken. Du bist dran. Vorsicht mit dem Arm. Und wenn die Arsch sind, bist du jetzt im Arsch, Andy. So klemm. Fuck. Beeilung. Oh shit. Das ist dumm! Oh, das Messer, Gott sei Dank! Oh, fuck! Oh fuck, oh fuck! Oh, das ist noch schlimmer! Alter Schwede! Das sind aber jetzt auf einmal einige! Ich verschaff dir Zeit, dich zu heilen. Die Klicker mache ich mit der Schrotflinte. Und die normalen mache ich so. Oh! Nein, nein! Oh nein! Mein weg! Scheiße, hier kommen wir nicht durch! Irgendwo durch!
Down! Weg hier! Weg hier! Okay, der will da durch. Au! Scheiße, wir haben keine... Ja, wir haben keine Muni. Festhalten. Okay. Oh, mein Arm. Ich weiß. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Holy moly. Das war gerade echt intens. Da spiele ich ja lieber eine Schleichsequenz 10-mal. Als das, was gerade passiert ist. Ich dachte, wir können jetzt hier in Sicherheit sein, in einem Container, aber ich glaube, wir müssen weiter. Probier die Türen. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Oh, geht nicht auf. Probier die anderen. Geht die auf? Nein. Aber die wird aufgehen, oder? Komm. Oh, hier rein. Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Bin schon da. Mach zu. Das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid das in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es ihr schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Okay. Owen. Ja, ich weiß, dass es dort hinten lang geht, aber... Ich frage mich gerade nur so,
ob es hier nicht noch was gab, wo wir nicht reingekommen sind. Wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht reingehen, aber... Okay, ne, hier ist jetzt zu. Schade. Naja, dann will ich sagen, aber... Das war's für heute. Mit der kleinen... Es war nicht mal eine Detour, es war eigentlich nur eine kleine Verstärkung, die wir bekommen haben. Wobei ich glaube, dass wenn wir alleine gewesen wären, gar nicht mal so viele Viecher gekommen wären. Und wahrscheinlich hätten die Scars hier, die Scar... War das eigentlich die Scar-Priesterin in der Sequenz am Anfang dieser Folge? War das die, also die, die alle heilig sprechen? Oder war das nur eine von ihren quasi Typinnen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, vielleicht erfahren wir es, vielleicht nicht. Falls ihr was glaubt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us Part 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.